Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Schaut mal, Gazpacho, eine kalte Suppe für heiße Tage. Und jetzt sagt nicht gleich, ihh, kalte Suppe. Nein, es gibt auch kalte Suppen, die schmecken. Ich weiß, viele mögen keine kalten Suppen. Ich auch nicht so. Aber das hier schmeckt richtig gut. Und außerdem, ihr könnt das ja auch trinken, ne? Als Shake. Also, erstmal zuhören und zugucken. So, das hier ist für eine Person. Das ist also alles da drin. Oder das ist bei mir alles da drin. Es gibt ja viele Rezepte. Also, ich habe 1 bis 2 Tomaten drin, Stück Gurke, Stück Spitzpaprika, eine Knoblauchzehe, 2 bis 3 Stängel Basilikum, 5 Cashews. Man kann auch Walnüsse nehmen. Wenn man mal googelt so nach Gazpacho-Rezepten, da sind nie Nüsse drin. Aber Zwiebeln. Ich habe die Zwiebeln weggelassen. Und ich habe, wie gesagt, nur das genommen und natürlich noch Olivenöl, aber maximal einen Esslöffel. Ja, und dann haue ich das alles in den Mixer, ne? Alles zerkleinern, würzen, wenn überhaupt mit Salz und Pfeffer. Muss man nicht. Schmeckt auch ohne, finde ich. Und ja, was soll ich denn noch dazu sagen? Ja, es ist erfrischend, schnell gemacht. Es macht auch satt. Man soll es nicht glauben, aber es macht satt. Ja, woran liegt das? Vielleicht an den paar Nüssen? Keine Ahnung. Oder vielleicht an dem Schnitzel, das ich dazu gegessen habe? Nein, Spaß. Ihr wisst doch, ich esse überhaupt kein Schweinefleisch. Gut, hätte ja auch ein Kalbsschnitzel sein können. Nein, nein, ich habe nichts dazu gegessen. Ich war auch wirklich satt davon. Aber natürlich kann man das auch zu, oder kann man dazu auch ein schönes Kräuterbaguette essen oder was auch immer. Oder ihr trinkt das einfach, ne? So. Also, Leute, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Hier kommt das Rezept. Und wer es nachmacht, dem wünsche ich guten Appetit. Bis bald.